Sehr geehrtes Publikum hier im Haus, die Chosen Few, wie wir sie nennen, und daheim im Stream besonders. Wann kommt der Messias? War schon hier und kommt er wieder? Wird er erst noch eintreffen? Und wenn, dann wann? Ist er göttlich oder irdisch? Ist er ein Mann? Oder halten wir nach dem falschen Geschlecht Ausschau? Und was kommt danach? In seinem Notizbuch schrieb Franz Kafka im Dezember 1917, der Messias wird erst kommen, wenn er nicht mehr nötig sein wird. Er wird erst einen Tag nach seiner Ankunft kommen. Er wird nicht am letzten Tag kommen, sondern am allerletzten. Tatsächlich kann einem das Warten auf den Messias manchmal kafkaesk vorkommen. Und wir fragen uns, ist es überhaupt nötig? Wartet noch jemand auf den Messias? Mein Name ist Shelley Harten und ich begrüße Sie sehr herzlich hier in der Akademie des Jüdischen Museums Berlin zu dieser Veranstaltung, die jüdische und christliche Positionen der Heilserwartung unter die Lupe nehmen wird. Konzipiert wurde der Abend von Sofia Helena Novak und ich habe das Vergnügen, ihn zu moderieren. Es ist mir eine große Ehre, Professor Daniel Kochmalnik und Professor Christoph Markschies ebenso herzlich hier willkommen zu heißen, die uns gleich in dieses hochkomplexe Thema der messianischen Erwartung im Judentum und Christentum in kurzen Vorträgen einführen werden. Anschließend freue ich mich mit Ihnen gemeinsam auf ein Gespräch über die Frage, ob es überhaupt eine gemeinsame Basis in der Heilserwartung zwischen Juden und Christen gibt, gab oder vielleicht geben wird. Das Gespräch und die Fragen würde ich auf nach den Vorträgen verlegen, sodass wir erst beide Positionen hören können und dann miteinander reden. Daniel Kochmalnik ist Professor für jüdische Religion und Philosophie an der Universität Potsdam und geschäftsführender Direktor der School of Jewish Theology. Er arbeitet zum rabbinischen Denken und zur jüdischen Philosophie, insbesondere zur jüdischen Aufklärung. Professor Kochmalnik ist unter anderem Mitherausgeber der gesammelten Schriften Moses Mendelssohns. Christoph Markschies ist Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und Professor für antikes Christentum an der Humboldt-Universität zu Berlin. Er ist Träger des Leibniz-Preises und des Bundesverdienstkreuzes. In unserem Zusammenhang ist das Buch Gottes Körper, jüdische, christliche und pagane Gottesvorstellung in der Antike und die Mitherausgeberschaft an Religious Responses to Modernity besonders erwähnenswert. Beide Redner haben eine derart illustre und lange Liste wichtiger Publikationen, dass ich Sie nur ermutigen kann, sich darüber kundig zu machen und darin einzutauchen. Hier möchte ich noch eine weitere Gemeinsamkeit herausnehmen, die sie miteinander verbindet. Und das ist die Arbeit an der Encyclopedia of Jewish-Christian Relations. Professor Markschies ist Mitherausgeber der Enzyklopädie und Professor Kochmalnik Teil des wissenschaftlichen Beirats. Ein Gespräch von Professor Kochmalnik und Professor Markschies zu diesem Themenkomplex bedarf eigentlich keiner weiteren Unterstützung. Daher fragen Sie sich sicherlich, was ich hier mache. Ich bin gemeinsam mit Gregor Lersch Kuratorin der derzeit im Nachbargebäude gezeigten Werkschau der zeitgenössischen Künstlerin Yael Bartana mit dem Titel Redemption Now, Erlösung jetzt. Kern dieser Schau bildet Maika Germania eine monumentale Videoinstallation. Darin erscheint eine gleichnamige, fiktive Heilsgestalt in Berlin. Ihre Anwesenheit spült Träume, Ängste, Wünsche aus einem kollektiven Unterbewusstsein der Stadt hoch. Die Erlösung ist keine Forderung der Künstlerin, sondern eine Auseinandersetzung mit einem universellen menschlichen Bedürfnis, mit Fragen der Vergangenheitsbewältigung oder, wie Yael Bartana sagt, mit der Zukunftsbewältigung.
Maika Germania ist die Verkörperung einer transformativen Kraft, die das Zeitgeschehen beobachtet. Ich möchte gar nicht viel dazu sagen, zu der Ausstellung. Bitte kommen Sie und schauen Sie sich die Ausstellung an und das Werk Maika Germania. Ich möchte noch ein bisschen etwas über die Motivation zu dem Titel Redemption Now, Erlösung jetzt, sagen, das mit unserer Veranstaltung zusammenhängt. Also der Titel Redemption Now ergab sich aus der Beschäftigung der Künstlerin mit der menschlichen Sehnsucht nach einer besseren Zukunft. Als wir anfingen, an der Ausstellung zu arbeiten, war Corona noch ein Biergetränk und dennoch war das Thema der Erlösung hochaktuell. Antisemitische, rassistische und rechte Kräfte wurden immer präsenter. Die Klimakatastrophen häuften sich. Weltweit wurden Fragen der sozialen Verantwortung gestellt. Und auch heute mit Erdbeben, Waldbränden, den Taliban in Afghanistan und nicht zuletzt steigenden Inzidenzen wünscht man sich den ein oder anderen Messias herbei. Wir haben das Werk von Yael Batana, ihre Thematisierung eines universellen Erlösungsbestrebens, zum Anlass genommen, hier ganz grundlegende Fragen über den Glauben an einen Messias zu stellen. Uns ist aufgefallen, dass auch bei uns viel Verwirrung darüber herrscht, über die Frage nach dem Messias, über Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den monotheistischen Religionen. In der Ankündigung der Veranstaltung wird der Religionswissenschaftler Shalom Ben-Chorin zitiert, der den zentralen Unterschied zwischen Christentum und Judentum mit diesem Satz beschreibt: Der Glaube Jesu eint uns, der Glaube an Jesus trennt uns. Und mit dieser getrennten Einigkeit oder vielleicht einigen Trennung möchte ich gerne Herrn Professor Kroch-Meinig endlich das Wort übergeben und Sie fragen, was sind die jüdischen Perspektiven auf dieses Thema? Soll ich? Im Westen hier, ja. Ja, ich möchte vielleicht wie ein Prediger beginnen. Wir sind zurzeit in einer besonderen Periode des Synagogenjahres. Man nennt das auf Aramäisch Shiva de Nechemta. Das sind die 7 Wochen der Barmherzigkeit. Nachdem wir davor, vor dem, ich nenne es mal, den jüdischen Volkstrauertag, den 9. Av, den Tag der beiden Tempelzerstörungen, die Telata de Puranuta hatten, also das sind die 3 Wochen der Strafe, sind wir jetzt in den 7 Wochen der Barmherzigkeit. Und in dieser Zeit gibt es ein ganz besonderes Programm, zusätzlich zur Schriftlesung, in der Prophetenlesung. Da lesen wir praktisch mit Ausnahme von Jesaja 53 den ganzen sogenannten Deutero-Jesaja. Und alles ist abgestellt auf Versöhnung, auf schöne Aussichten in die Zukunft. Ja, das ist die besondere Zeit, in der wir sind. Und überhaupt das Programm der Prophetenlesungen in der Synagoge soll eben in den meisten Fällen, außer in den 3 Wochen, die ich gerade vorhin genannt habe, die 3 Wochen der Strafe, eigentlich den Gottesdienst abschließen mit einem schönen Ausblick, ja, in die Zukunft. Und also da berühren wir schon das Thema Messias, denn eine jüdische Predigt, so wie ich sie jetzt anfange zu halten, endet eigentlich immer mit einem messianischen Ausblick. Wie die Schriftlesung auch immer war, es soll ein optimistischer Zukunftsausblick sein. Ja, ich muss davor, Entschuldigung, wir werden ja später uns ansehen, zur Kamera hin. Und man kann sagen, dass die rabbinische Behandlung des messianischen Themas auch einen homiletischen Zug hat. Ich meine, wenn wir den Ort suchen, wo jüdische
Messianologie verhandelt wird, überhaupt, wo die jüdischen Dinge verhandelt werden, dann ist das natürlich der Talmud. Die Mishnah und die Gemara des jerusalemischen und babylonischen Talmuds. Das ist, wie soll ich sagen, das ist der große Ort, an dem alle diese Fragen verhandelt werden. Es gibt aber im Talmud nicht ein Traktat über den Messias, so wenig wie es ein Traktat über den König gibt, sondern wir haben im Talmud eine, wie soll ich sagen, eine Fülle von verstreuten Aussagen zum Thema. Also man müsste sozusagen die größeren Sammelstellen aufsuchen, um ein Bild zu bekommen. Und dieses Bild, wenn wir diese großen Sammelstellen aufsuchen, ich werde gleich über eine etwas mehr sagen, die möchte ich etwas genauer beleuchten. Dieses Bild ist sehr vielfältig. Ja. Es gibt eine Mishnah im Traktat Sanhedrin, übrigens in einem kriminalrechtlichen Zusammenhang. Es geht um Dinei Nefashot. Da wird über die über die zukünftige Welt gesprochen. Kol Israel, yesh lehem chelek la'olam haba. Ganz Israel hat Anteil an der zukünftigen Welt. Olam haba ist die zukünftige Welt, die kommende Welt eigentlich, muss man übersetzen, im Gegensatz zum Olam hazeh. Und in diesem Zusammenhang wird eben haben wir fast eine kleine Irrtumsliste. Auch sowas kommt nur sehr selten in der rabbinischen Literatur vor. Wer daran glaubt, der hat daran Teil. Und wer nicht daran glaubt, der hat eben daran keinen Anteil. Und das ist die Anknüpfungsstelle im Traktat Sanhedrin. In den Blättern 97a bis 99b sind also drei Folioblätter für jetzt Meinungen, Aussagen zum Messias. Und das ist auf den ersten Blick mit Umberto Eco, hätte ich gesagt, eine unendliche Liste. Es sind also 110 Aussagen, die sehr heterogen sind und auf den ersten Blick den Eindruck eines Sammelsuriums machen. So dass man zwar daraus zitieren kann, sehr schöne Zitate, aber das Ganze in den Blick zu bekommen, ist sehr schwierig. Früher hat man das auch gar nicht versucht in der judaistischen Wissenschaft, hat man das einfach als eine große assoziative Kompilation angesehen. Und man hat es eigentlich benutzt als Steinbruch. Man hat das eine oder andere Fundstück hervorgeholt und zitiert. Seit 50 Jahren in etwa ist die Wissenschaft in diesem Punkt der Tradition eigentlich wieder etwas näher gekommen. Sie betrachtet nämlich diese Großkompositionen als viel holistischer, als ein Ganzes, das man durchaus durch unter Gedankenbögen bringen kann. Diese Zitate geben jetzt nicht gleich eine Debatte wieder, sondern das ist eine Parataxe, sie stehen nebeneinander, aber sie sollen doch auf thematische Punkte fokussieren und man kann die Debatte rekonstruieren. Und wenn man das tut, dann sind die 110 Äußerungen, die wir da haben, kürzer und länger, ja, dann doch ein Argumentationszusammenhang, der die großen Fragen berührt. Was sind die Vorzeichen des Messias? Wann die Termine des Messias? Ist der Termin überhaupt determiniert oder hängt er von Vorbedingungen ab? Es werden dann die Vorbedingungen angeführt, dann die Wehen des Messias, dann die Person des Messias, der Name des Messias. Vielleicht hier gleich eine wichtige Bemerkung. Insgesamt wird die Person des Messias nicht ins Zentrum gestellt, sondern die Zeit des Messias, die Yemot HaMashiach, die Yemei HaMashiach. Das ist eigentlich der große Rahmen. Und unter anderem wird dann gefragt,
gefragt, wie heißt er? Und dann werden verschiedene Identitäten durchgespielt. Dann die Dauer der messianischen Zeit. Dann, sehr wichtig, das Verhältnis der messianischen Zeit zur kommenden Welt. Ist das das Gleiche oder sind das zwei verschiedene Dimensionen? Das eine innerweltlich, politisch, die messianische Zeit, das andere überweltlich, spirituell, individuell. Das sind Fragen, die da debattiert werden. Die Dauer der messianischen Zeit, also wenn Sie so wollen, das ganze Programm, was zunächst mal wie ein Sammelsurium aussieht, ist doch eine konsequent durchgeführte Abhandlung, kann man sagen, des Thema Messias. So dass man dann doch fragen kann, wie stellt sich im rabbinischen Judentum die Messianologie dar? Ja? Wenn wir jetzt diese drei Blätter betrachten, das sind also 6 Seiten insgesamt, dann ergibt sich eigentlich ein zwiespältiges Bild. Weil auf der einen Seite wird zu jedem Punkt, den ich gerade genannt habe, und ich habe ja 7 Punkte aufgezählt, werden Meinungen nebeneinander gestellt, unvermittelt nebeneinander gestellt. Wir können zwar den Argumentationsbogen rekonstruieren, aber sie stehen erst einmal unvermittelt nebeneinander, sodass man nicht weiß, was man glauben soll. Der eine sagt, die messianische Zeit, die ist schon vergangen. Das gibt es bei uns auch. Ja, es gibt eine Stimme, Rabbi Hillel, der sagt, wir wissen gar nicht, welcher Hillel das ist. Es gibt viele Hillels, den können wir gar nicht genau identifizieren. Der sagt, der ist schon gekommen. Und die anderen sagen, ja, wir wollen gar nicht mehr dabei sein, wenn er kommt. Ja, das ist nämlich so furchtbar. Die Wehen des Messias, die Chevlei Mashiach, sind so furchtbar. Das wollen wir gar nicht erleben und so weiter. Die sind gar nicht so erpicht darauf. Sie wissen schon, was das für eine katastrophenhaltige Zeit ist und so weiter. Also das heißt, wenn man das liest, zu jedem Punkt, da hat man viele Meinungen. Und man weiß am Ende nicht, was soll man glauben oder was haben die Rabbinen nun letztendlich zum Messias gesagt. Das bleibt in jedem Punkt offen. Das ist die eine Seite. Die eine Seite ist also, die Diskussion bleibt offen. Aber auf der anderen Seite werden doch diese einzelnen Punkte vorgebracht. Also man kann sagen, der Talmud, das ist ein zwiespältiges Ergebnis. Erstens mal behandelt er alle entscheidenden Punkte der Messianologie. Er relativiert die Antworten, indem er verschiedene Antworten, auch gegensätzliche Antworten, nebeneinander stellt. Aber er autorisiert die Fragen. Er relativiert die Antworten. Es gibt keine eindeutige Antwort, aber die Frage nach dem Messias, also wenn Sie so wollen, die messianische Perspektive als ein Ideal, oder mit Kant hätte man gesagt, eine regulative Idee der Geschichte, ja, als eine Hoffnung auf eine andere Zukunft, das autorisiert der Talmud. Und insofern hält er am Glauben an den Messias fest, ohne sich in den Details festzulegen. Er lässt gewissermaßen die Pluralität der Antworten gelten, aber er verlangt natürlich nach dieser Perspektive oder er bestätigt diese Perspektive. Wenn wir jetzt fragen, was sollen wir glauben? Ja, da haben wir eigentlich in theologischer Hinsicht oder überhaupt sowohl in homiletischer wie auch in religionsgesetzlicher Hinsicht nur die eine Möglichkeit, nämlich zu sehen, was die Dezisoren entschieden haben. Und die Frage des Messias hat von den großen Säulen der Lehre, die Amudei Hora'a, wie man sie nennt, nur eine einzige Lehrautorität entschieden, und das ist Moses Maimonides. Die anderen Kodizes behandeln diese Frage gar nicht. Es werden nur lebenspraktische, aktuelle Dinge behandelt, aber Dinge wie das Königtum zum Beispiel,
in der Zeit der Diaspora wird nicht behandelt. Und der Messias ist ein Unterpunkt zum Punkt Königtum. Es ist eben der König Messias. Es ist ein Teil der Hilchot Melachim, also der Königsgesetze. Und der Einzige, der das entschieden hat, war Moses Maimonides. Ja? Also eine Autorität, die im 12. Jahrhundert in zunächst Spanien und dann später in Ägypten gelebt hat, aber im tiefsten Exil. Man kann sich fragen, warum Moses Maimonides, der übrigens seinen Kodex, seinen Riesenkodex, die Mishneh Torah, mit der Halacha des Messias beendet, eigentlich mit den Hilchot Melachim, den Königsgesetzen, aber die letzten beiden von 1000 Kapiteln sind gewidmet der Frage des Messias, ja, dem König Messias. Und man kann sich fragen, warum Maimonides im 12. Jahrhundert diese Frage überhaupt entscheidet, warum er die Königsgesetze ordnet und insbesondere die Gesetze zum Messias. Ja, er lebt im tiefsten Exil, er ist Hofarzt in Ägypten am Hof Saladins um das Heilige Land, um den Tempelberg ringen die Christen und die Muslime. Es sieht also gar nicht danach aus, dass die Juden die Souveränität zurückerlangen würden und dass diese Frage irgendeine Aktualität haben könnte. Natürlich folgt er da der Mishnah, denn die Mishnah ist auch kontrafaktisch. Die Mishnah besteht zu einem Großteil aus Gesetzen, die zu dem Zeitpunkt, wo die Mishnah kodifiziert worden ist, gar nicht mehr in Kraft waren. Das sind die Reinheitsgebote und die Opfergebote. Die Reinheitsgebote, die sechste Ordnung der Mishnah und des Talmud, bilden ein Drittel des Gesamtumfangs der Mishnah. Also sind alle kontrafaktisch, diese Gesetze zu diesem Zeitpunkt. Und da folgt Maimonides natürlich der Ordnung der Mishnah. Er nennt seinen Kodex auch mit dem großen, stolzen Namen Mishneh Torah, Wiederholung der Torah nach Deuteronomium 17. Das ist übrigens genau die Bedeutung des Wortes Deuteronomium, Mishneh Torah. Ja, das ist die Übersetzung eigentlich, die griechische Übersetzung ist Deuteronomium, die zweite Torah. Ja, also warum dieses Interesse an der politischen Halacha, an der Staatshalacha, wenn Sie so wollen? Es gibt eine interessante Antwort von Abraham Joshua Heschel. Er schreibt das in seiner Maimonides-Biografie, die er 1935 in Deutschland geschrieben hat, auf Deutsch. Und er sagt, es kann sein, dass Maimonides wirklich die Halacha der messianischen Zeit verfasst hat. Und dann wären nicht nur die beiden letzten Kapitel, sondern da wären die 1000 Kapitel der Mishneh Torah, sind genau 1000, es wären die 1000 Kapitel, wären eigentlich Hilcheta Limshicha, das wären Kapitel, das wäre die Verfassung, wenn Sie so wollen, die ideale Verfassung, die göttliche Verfassung des zu erwartenden messianischen Reiches. Also er hat vielleicht in naher Erwartung gelebt, selbst wenn die Zeichen alle in eine andere Richtung gingen. Jedenfalls, wenn wir wissen wollen, was lehrt das rabbinische Judentum zum Thema Messias, dann müssen wir bei Maimonides schauen. Und da ist es sehr überraschend, was wir da finden. Ich will es ganz kurz ausführen. Ich habe ja nicht 90 Minuten Zeit, sondern nur noch ein paar. Also das andere werden wir vielleicht im Gespräch dann klären. Wenn wir uns diese Halacha ansehen, dann ist es interessant, dass Maimonides ein Anti-Utopist und ein Anti-Apokalyptiker ist. Ja, es gibt im Talmud die Diskussion, was ist eigentlich das Wesen der messianischen Zeit? Es gibt eine Diskussion zwischen zwei Autoritäten des 3. Jahrhunderts. Die eine, Rabbi Jochanan, ein bedeutender Rav des Westens, der sagt, die messianische Zeit, das ist die Erfüllung aller Prophetien. Ja, also auch Weltfrieden und Naturfrieden und alles, was Sie aus Jesaja 9 bis 11 kennen. Aber was die zukünftige Welt angeht, da wissen wir nichts. Das hat nur Gott geschaut. Ja, also da gibt es eine Art, das wissen wir nicht. Wir ignorieren das, wir können das nicht wissen. Das hat niemand geschaut.
Aber alle Prophetien beziehen sich auf die messianische Zeit. Und ihm erwidert eine Autorität aus Babylon, Marschmuel, der sagt, die messianische Zeit, das ist nichts anderes als das Ende der Unterdrückung durch die fremden Herren. Das ist das Ende der Fremdherrschaft, das ist der Beginn der politischen Freiheit. Ja, Shibud Malchuyot ist das Ende der Fremdherrschaft. Und genau das, diese Meinung von Marschmuel verallgemeinert Maimonides und der sagt, das sagen die Weisen. Also er, diese mehr utopistische Richtung, die lehnt er eigentlich ab und er erwähnt sie eigentlich auch gar nicht mehr, sondern er hat wirklich eine politische Sicht der messianischen Zeit. Und Berechnungen und messianische, eschatologische Fahrpläne und alles das, das lehnt er eigentlich ab. Für ihn ist der König Messias, das ist ein König Israels, der Israel wiederherstellt, der die Juden einsammelt aus der Diaspora, der den Tempel erbaut und der, und das ist der entscheidende Punkt für Maimonides, der das Gesetz, und zwar das Gesetz insgesamt, das ganze Gesetz, von dem ja ein ganz großer Teil in der Diaspora gar nicht aktuell ist und gar nicht in Kraft ist, wieder in Kraft setzt. Also wenn Sie so wollen, es kommt gar nicht auf den Messias an, sondern es kommt auf die Herrschaft der Tora an, ja, auf die Nomokratie, die integrale Nomokratie, das ist für ihn das messianische Ideal. Und der König, der hat zwar ein paar Sonderrechte, auch der messianische König, der hat zwar ein paar Sonderrechte und Ausnahmerechte, aber er muss die, so wie es im Deuteronomium 17 ja auch steht, der muss die Tora zweimal abschreiben, ein- oder zweimal abschreiben. Das ist eine ziemlich, also wer das kennt, ja, ein Sofer braucht ein Jahr, um eine Tora-Rolle abzuschreiben. Also erst zwei Jahre mit dem Abschreiben, ist eine Fleißarbeit. Und die muss er überall dabei haben. Ja, wenn er ausreitet, dann muss sie neben ihm reiten. Und wenn er wieder nach Hause kommt, muss sie neben ihm sein. Nur auf Toilette darf er sie nicht mitnehmen und ins Bad auch nicht. Aber beim Bankett muss sie ihm gegenüber sitzen. Also die Tora ist eigentlich die Herrscherin. Und er verhilft nur der Tora zur Herrschaft. Wie soll man jetzt so einen König als den Messias erkennen? Ja. Und da ist das Kriterium, er muss erfolgreich sein. Ja, wenn er das schafft, dann ist er der Messias. Und wenn er es nicht schafft, was ist er dann? Dann ist er nicht gleich als falscher Messias, als Mashiach Schacker abzuqualifizieren. Er hat sich Mühe gegeben. Seine Mühe ist nicht von Erfolg gekrönt gewesen. Er hat sein Bestes getan. Und er ist gescheitert. Dann ist er ein frommer Mann. Ja, und das ist es. Und in diesem Zusammenhang geht Maimonides auf Jesus und Mohammed ein. Und insbesondere auf Jesus, der ja einen messianischen Anspruch erhoben hat. Und da stellt sich ihm natürlich die Frage, wie das zu bewerten ist. Das ist übrigens eine Halacha in seinem Kodex, die in den früheren Drucken zensiert war. Also im Erstdruck Rom 1480, da kommt der Name Jesus nicht vor, der ist praktisch ausgeblendet. Das weiß, die Stelle ist weiß in dieser Editio Princeps. Aber später ist die ganze Halacha nicht gedruckt worden. Und sie ist erst in unserer Zeit wiederhergestellt worden durch die jemenitischen Manuskripte, die nicht der Zensur, nicht der christlichen Zensur unterlagen. Und ja, was sagt er zu Jesus? Das ist vielleicht für unsere Diskussion ganz interessant. Er sagt, ja, Jesus ist eigentlich, wenn man jetzt das Wort Christ heißt ja, das ist ja nicht der Nachname von Jesus, Christus, das heißt eigentlich der Gesalbte. Dann kann man sagen, von unserer Sicht aus gesehen ist er der Antichrist, weil alles, was wir erwartet haben vom Messias, das hat er nicht nur nicht erfüllt, sondern er hat genau, sagt Maimonides, das sage nicht ich jetzt, ja, er hat genau das Gegenteil gebracht. Ja, also wie ist unsere Situation heute? Aber es ist nicht so, dass Maimonides das einfach als
den Welterfolg des Christentums und des Islams einfach als Misserfolg abbuchen kann, sondern er muss sich natürlich fragen, was hat das für einen Sinn? Also welche Bedeutung haben die Töchterreligionen, wie man das in der Religionswissenschaft nennt, für die Mutterreligion? Und seine Antwort ist erstaunlich und sehr interessant. Sie hat natürlich auch ihre Grenzen, aber es ist immerhin eine interessante Antwort. Er sagt, natürlich ist Jesus nicht der Messias, aber er ist der Wegbereiter zum Messias. Jesus und Muhammad, sie bereiten den Weg. Ja? Yasher, sie sind die Ebner des Weges. Und wie? Das ist sehr interessant, weil hier kommt eine Figur ins Spiel, die man vielleicht die List Gottes nennen kann. Ja, nicht Hegel hat das erst, das hat auch, Hegel spricht ja von der List der Vernunft. Die List Gottes, Orma Elohit, ja, die List, Orma ist eigentlich ein Attribut der Schlange, ja. Orma Elohit, das ist die List Gottes. Gott macht sich den Eifer und die Eifersucht, die Kin'a der Religionen zunutze, um sein Endziel zu erreichen, nämlich indem die Christen und die Muslime den Juden überall auf der Welt nachweisen wollen, dass ihr Gesetz christologisch erfüllt ist oder abrogiert ist, wie die Muslime das behaupten, verbreiten sie doch, ohne es zu wissen, ohne es zu wollen, ja, verbreiten sie doch in der ganzen Welt das Gesetz, so dass sie gewissermaßen als die Invisible Hands, als die Arme des Judentums, gewissermaßen die Menschheit einsammeln und dadurch am Schluss irgendwie eine Einheit hergestellt werden kann. Natürlich haben wir es hier mit einer Funktionalisierung der beiden anderen der Töchterreligionen zu tun. Das ist eine funktionalistische Betrachtung, wenn Sie so wollen. Aber andererseits ist es doch eine gewisse Anerkennung, nämlich die Bedeutung dieser Religion für die Verbreitung des Gotteswortes und für die Erreichung dieses großen Zieles. Ja. Ich werde da jetzt stehen bleiben. Ich kann auch da stehen bleiben, denn wir haben mit Maimonides irgendwie den normativen Kern. Natürlich, das muss ich Ihnen sagen, es ist mit Maimonides noch nicht alles gesagt. Es hat immer auch noch viele andere Strömungen im jüdischen Messianismus gegeben, darunter solche, die sich auch ganz dezidiert gegen Maimonides gewandt haben. Aber er bleibt ein Orientierungspunkt. Von ihm ausgehend können wir im Grunde das ganze Feld überblicken. Und deshalb habe ich diesen Schwerpunkt gesetzt. Alles andere überlasse ich jetzt der Diskussion. Ja. Ja, vielen Dank. Sie dürfen sich widersetzen. Ich glaube, ich bleibe einfach sitzen. Vielen Dank, Herr Kroch-Meinig. Das war eine außergewöhnlich klare Illustration eines sehr vielschichtigen Themas. Und ich finde dennoch den dynamischen Charakter der messianischen Erwartung im Judentum erstaunlich, dass es eben nicht eine verfestigte Position ist, die man zu erwarten hat, wenn man ein so singuläres Ereignis wie den Messias erwartet, sondern dieser bestimmte Zeit- oder Endpunkt, den man antizipieren würde, praktisch auflöst durch verschiedene Meinungen und Diskussionen. Diese Beschreibung des Messias ist also als Person, aber auch als Konzept sehr wandelbar, fluid und sehr offen. Jetzt frage ich mich, ich habe gemeinsam mit allen hier, wie es im Christentum ist und ob dort die Person des Messias vielleicht mit weniger Spekulation verbunden ist, da wir ja zumindest einen Namen schon haben. Und da übergebe ich Ihnen, Herr Professor Marc Schies, das Wort. Sie werden vielleicht etwas überrascht sein, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauende, wenn ich gar nicht bei dem Namen beginne, bei dem Sie glauben, dass ich beginnen werde. Ich beginne nämlich
Das, was ich jetzt sagen werde, hat 4 Teile. Ein kleines Präludium, das ist der Name, den Sie nicht erwarten. Dann kommt eine kleine Geschichte, die zeigen soll, alles, was man zu dem Thema sagen kann, ist sehr zeit- und standortgebunden. Das ist der Teil 1 sozusagen. Dann gibt es einen Teil 2, der versucht dann das Unmögliche, nämlich ein bisschen nicht jenseits von Zeit und Standpunkt, aber zu sagen jedenfalls, wo ich in der Frage stehe. Und dann gibt es ein kleines Postludium, ein Nachspiel. Und das Präludium hängt damit zusammen, dass ich vor vielen, vielen Jahren auf dem Flughafen Tel Aviv gelandet bin. Und dann, wie ich das immer gern mache, mit dem Nesher-Taxi nach Jerusalem fuhr. Und da waren plötzlich alle Laternen gepflastert mit einem Plakat. Das zeigte einen sehr liebenswürdigen älteren Herrn, der einen langen Bart hatte und einen Hut trug, wie man ihn so in den 50er oder 60er Jahren trug. Und da stand drauf König Messias, hebräisch. Und da habe ich mich dafür interessiert, wer ist denn das? Und erfuhr, dass es, und das ist jetzt die Person, die ich Ihnen vorstellen werde, die Sie gar nicht erwartet haben, auch in der Nähe vielleicht nicht erwartet haben, ein Berliner Mathematikstudent. Im Jahre 1928 hat Menachem Mendel Schneerson, der Lubavitcher Rebbe, der auf diesen Plakaten zu sehen ist, in Berlin Mathematik zu studieren begonnen. Er ist also sozusagen ein Student der heutigen Humboldt-Universität, die, glaube ich, gar nicht weiß, dass er einer ihrer Studenten war. Und aus bekannten schrecklichen Gründen hat er dann sein Studium natürlich und sein Leben nicht in Berlin fortsetzen können. Es wäre eine interessante Frage zu erfahren, was wohl aus ihm geworden wäre, wenn die Zeitläufe andere gewesen wären, als sie nach 1933 so schrecklich hier in Deutschland waren. Warum gehe ich auf diesen König Messias ein? Oder jedenfalls auf dieses Plakat? Denn der steht, das könnte Daniel Krochmalnik viel besser und auch von seinem Fachgebiet her sehr viel präziser erzählen, steht ja nur in der Reihe von verschiedenen Figuren, die von bestimmten Anhängern so proklamiert worden sind. Ich gehe auf Schneerson, den Lubavitcher Rebbe, ein, weil wir das interessante Phänomen haben, dass die Person selber entweder sagt, ich bin's gar nicht, und einzelne ihrer Anhänger sagen, er ist es doch. Und es auch zu dem Zwischenstand kommt, das will ich jetzt nicht erzählen, sonst würde aus dem Präludium schon das Hauptstück. Aber dass wir die interessante Situation haben, dass die Anhänger, die meinen, das ist der König Messias, sagen, er hat durch kleine Gesten doch zu erkennen gegeben, dass es doch ist. Also da sagt jemand, nein, ich bin's nicht. So viel ist, glaube ich, unstrittig. Aber es gibt Gesten bei ihm, bei denen man darüber grübeln kann, ob er nicht vielleicht doch ein Zeichen gegeben hat. Und das erinnert natürlich jemand, der sich mit der Geschichte der jüdischen Gruppierung beschäftigt, die von, naja, spätestens so ab den 50er Jahren des ersten Jahrhunderts von Menschen in Antiochia die Christianer genannt werden. Also die, die jemanden haben, den sie als Christus, als Gesalbten vorstellen. Wir werden das gleich sehen. In deren Bewegungsgeschichte gibt es offenkundig ganz Ähnliches. Also da gibt es eine Person, die sagt, ich bin's nicht. Da gibt es eine Gruppe, die sagt, doch, doch, der ist es. Und da gibt es eine Debatte darüber, hat der Betreffende nicht vielleicht durch gewisse Zeichen zu erkennen gegeben. Was war der Sinn dieses meines Präludiums? Zu zeigen, dass ganz viel, was wir als Spezifika für die christliche Geschichte oder als Spezifika dieses Namens verhandeln, bei näherer Betrachtung, aber das ist in den historischen Wissenschaften so, vergleichbare Züge bei allen Unterschieden auch zu anderen Bewegungen bekommt. Und ich weiß nicht, wie viel Literatur es gibt, in denen der riesige Zeitsprung des Vergleiches zwischen Jesus aus Nazareth und Menachem Schneerson durchgeführt wird. Aber jedenfalls, es würde sich vermutlich einmal lohnen, das Präludium, das ich Ihnen vorgetragen habe, zu einem etwas ausführlicheren Thema zu machen. Da gibt es interessante Strukturparallelen und vielleicht können wir nachher ein bisschen darüber reden, warum es diese Strukturparallelen gibt. Präludium.
Jetzt zum ersten Hauptteil, die Standortgebundenheit. Sie müssen jetzt nicht befürchten, dass ich wie in einer Dissertation eines Anfängers in eine Forschungsgeschichte vortrage, in der alle wesentlichen Elemente der christlichen und jüdischen Beschäftigung mit der Frage, wie ist das mit Jesus von Nazareth vorgetragen werden, sondern ich möchte Ihnen nur an einer typisierten Ausschnittsgeschichte zeigen, wie stark alle Forschung an dieser Stelle mit eigenem religiösen Standpunkt verbunden ist. Im Jahre 1901 hat ein Neutestamentler namens Wrede, aber der Name trägt hier gar nichts zur Sache bei, die These vertreten, dass am Anfang der Geschichte, die auf die von anderen in Antiochia, einer antiken Großstadt, Christianer genannten Gruppe, also die auf den Anfang dieser Geschichte führt, ein Messias-Geheimnis steht. Also die Tatsache, dass offensichtlich niemand weiter erzählt werden darf, dass der Messias ein Messias ist. Also im Blick auf Schneerson eine der Positionen. Also er ist es zwar, aber er wollte nicht, dass es weiter erzählt wird. Das ist eine der Deutungen der Lubavitcher von Herrn Schneerson. Und diese These wurde relativ schnell noch viel weiter radikalisiert, nämlich im Sinne, weil sie auf Shalom ben Churin eingegangen sind. Auch Jesus glaubte noch nicht der Messias zu sein. Er wurde dann erst dazu proklamiert. Wenn das so ist, müssen Sie im Neuen Testament zu verschiedenen Operationen mit Taschenmesser, Schere oder Säge, wie Sie das beschreiben, hängt ein bisschen damit zusammen, wie Sie in der Forschung stehen, greifen und unterscheiden zwischen dem, was auf den historischen Jesus zurückgeht und was Gemeindebildung ist. Das ist natürlich furchtbar schwer, weil es eigentlich wirklich zuverlässige Kriterien darüber, was nun das Instrument, die Schere, die Säge führen sollte, eigentlich gar nicht gibt. Und so tobt seit etwa 100 Jahren eine ziemlich heftige Frage: War Jesus der Auffassung, der Messias zu sein? Ich sage auch gleich noch was zu dem der. Oder ist er erst von seinen Anhängern dazu gemacht worden? Diese Frage ist ein bisschen nicht gelöst worden. In der Forschung gibt es nie Konsens, aber ist pazifiziert worden durch eine Erkenntnis, die Daniel Kroch-Malnick für die späteren Texte vorgetragen hat. Die gilt aber auch schon für die früheren Texte. Es gibt in dem zeitgenössischen Judentum oder in den Judentümern des ersten Jahrhunderts nach und auch in denen vorher keine einheitliche Messiaslehre. Sondern es gibt eine ganz überraschende Fülle von Vorstellungen. Und wenn wir jetzt eine Kriteriologie anlegen und uns zum Beispiel fragen, einer oder mehrere, ist die Antwort in der einen Gruppe einer und in der nächsten mehrere. Und wenn Sie an die jüdischen Gruppen, muss man wahrscheinlich sagen, in Qumran denken, also eine Art Kloster mit anhängigen Schriftenrollenhöhlen, dann ist relativ deutlich, da gibt es in manchen Texten die Vorstellung von zwei Messiasen, in anderen die von einem Messias. Es gibt die Vorstellung von Propheten, die Messias sind. Es gibt die Vorstellung von königlichen Messiasen. Es gibt die Vorstellung von einem Messias aus davidischem Geschlecht. Man hat am Anfang des 20. Jahrhunderts in der Forschung von einer Messias-Dogmatik gesprochen und hatte die schöne Vorstellung, da gibt es sozusagen ein Buch, da steht die Dogmatik drauf, Paragraph 1 der Messias, und da werden dann alle die Fragen beantwortet, und dachte dann, naja, die jüdischen wie die rabbinischen Texte, da geht das alles so krautwirr durcheinander. Nein, das ist natürlich großer Kokolores, sondern dieses Nebeneinanderstellen von unterschiedlichen Positionen beruht darauf, dass es diese unterschiedlichen Positionen auch gibt und dass es sie schon länger gibt.
Und nun kann man anfangen, das, was im Neuen Testament, also in den Schriften, die die Christen dann zu einem Kanon zusammengestellt haben, was dort für Vorstellungen auftauchen. Und dann wird auch deutlich, die sind relativ variabel. Und ich führe Ihnen das, Sie haben das auch so gemacht, nur an einem einzigen Beispiel vor. Und das kommt dann in meinem zweiten Hauptteil, aber ich erzähle noch mal etwas, bevor ich den ersten Teil schließe, zu einem Spezialproblem der Forschungsdiskussion und zu der These, die ich angekündigt habe, inwiefern die Forschungsposition auch etwas mit dem jeweiligen religiösen und theologischen Standpunkt zu tun haben. Anfang des 20. Jahrhunderts hat man sich auf ein Detail der Messias-Vorstellungen in der Umwelt Jesu von Nazareth und bei Jesus von Nazareth sehr fixiert, und das ist das Wiederkommen, also die Frage der Wiederkunft, griechisch Parousie, also der zweiten Anwesenheit. Und ein Neutestamentler, den Sie alle kennen, der aber nicht als Neutestamentler so stark bekannt ist, Albert Schweitzer. Der ist, bevor er den Eindruck hatte, es hat wenig Sinn, sich mit Forschung herumzuschlagen, tu lieber etwas Praktisches, ein sehr interessanter und anregender Neutestamentler gewesen. Und Albert Schweitzer hat gesagt, es gibt im Christentum in der Frühgeschichte einen ganz kategorialen Bruch. Die warten alle auf den Messias, aber er kommt nicht. Jesus von Nazareth ist unter schrecklichen Umständen Opfer eines Justizmords der römischen Besatzungsmacht geworden. Und er ist unter außerordentlich schmählichen Umständen umgekommen. Man sieht, wie die christliche Gemeinde über das Thema diskutiert. Im Deuteronomium steht zu lesen, dass verflucht ist, wer am Holze hängt. Man hat sich die Frage gestellt, bezieht sich das auf den Kreuzestod? Ist das ein Verfluchter? Wie kann man damit überhaupt theologisch umgehen? Also es ist sozusagen ein Tod, der Sinn gedeutet werden muss, damit er nicht als sinnloser und auch als gesetzeswidriger dasteht. Und in dieser Situation ist wichtig, sein und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten, wie es in einer römischen Glaubensbekenntnisformulierung des 2. Jahrhunderts herrscht. Und Albert Schweitzer sagte, es gibt im Christentum einen radikalen Bruch. Am Anfang haben die gedacht, der kommt morgen. Und dann haben sie festgestellt, er kommt nicht morgen. Und dann haben sie irgendwie das mit der Naherwartung so untergepflügt. Also dann haben sie irgendwie nicht mehr so richtig darüber geredet und es im Unbestimmten gelassen, wann er eigentlich kommt. Also unser Thema heute, warten auf den Messias. Die Christen haben mindestens ein genauso großes Problem, sagte Albert Schweitzer, mit dem Warten, denn sie hatten ursprünglich andere Erwartungen und mussten mit den Erwartungen und der Enttäuschung der Erwartungen anders umgehen. Und dann sagt Albert Schweitzer, das ist Ihnen auch ganz großartig gelungen, weil Sie diese so am Anfang dominante Messias-Erwartung im Grunde so ein bisschen weggerückt haben. Wenn man also sich vorstellen würde, Albert Schweitzer säße hier auf dem Podium, würde er vermutlich sagen, na, im Christentum ist die Messias-Erwartung auch überhaupt gar nicht so groß. Spielt theologisch auch gar keine so große Rolle. Ist schon im ersten Jahrhundert entfernt worden, weil die ziemlich verzweifelt darüber waren, dass er nicht gekommen ist. Das heißt, Albert Schweitzer modernisiert die christliche Theologie. Und da könnte man jetzt sagen, wie manche liberale Theologen in der jüdischen Tradition zu genau derselben Zeit auch. Und sagt, die Messias-Erwartung ist eigentlich schon relativ früh rausgezogen worden. Wir können mit ihr nicht mehr furchtbar viel anfangen. An der Person Jesu von Nazareth war anderes wichtig. Er war selber gar keiner festen Überzeugung, selber ein Messias zu sein. Und aus guten Gründen hat die Messias-Erwartung dann auch keine so große Rolle gespielt. Ich
brauche, glaube ich, nicht ausführlich zu erzählen, wie stark diese Position natürlich mit einem theologischen Standpunkt zusammenhängt. Also die Frage der Modernisierung von Religion und Theologie war dieser Generation wichtig. Die Frage, ob nicht Ethik viel wichtiger sei als Dogmatik. Und man sieht dann Albert Schweitzer, wie er dann auch die Konsequenzen aus dieser Position gezogen hat und seine eigene Tätigkeit statt auf das Schreiben dicker neutestamentlicher Bücher auf praktische Arbeit in Lambarene verlegt hat. Es ist auch relativ deutlich, dass eine solche tiefe Depression des Christentums über die Frage, wann kommt der Messias, in den Texten gar nicht nachzuweisen ist. Also das wäre die erste Depression, die völlig spurlos verschwunden ist. Das führt aber zur Konsequenz, dass offenbar die Erwartung, dass Christus oder Jesus von Nazareth morgen wiederkommt, im Christentum auch von Anfang an gar nicht so stark war. Also wenn die Enttäuschung darüber, dass er nicht sofort wiedergekommen ist, gar nicht so groß war, wie Albert Schweitzer dachte, müsste man erst mal Texte zeigen, die zeigen, dass die am Anfang tatsächlich dachten, der kommt morgen wieder. Und dann wird relativ deutlich, solche Texte gibt es gar nicht. Also die Erwartung des sofortigen Kommens des Messias als Unterscheidungskriterium zwischen Judentum und Christentum ist, glaube ich, eine der Schematisierungen, die gut in relativ einfache Lehrbücher passen, aber mit der Wirklichkeit nicht so furchtbar viel zu tun hat. Und das Zweite, was mir sehr wichtig ist, und das bringt mich jetzt zu meinem zweiten Abschnitt, die Erzählung von der Unterschiedlichkeit der Messias-Vorstellungen und der Pluralität, die kann ich ganz spiegelbildlich auch für das Christentum durchführen. Und das will ich Ihnen an ein paar Dingen deutlich machen. Und jetzt, das habe ich schon angekündigt, unternehme ich doch den wagemutigen Versuch, obwohl ich gar nicht mich hauptberuflich mit dem Neuen Testament beschäftige, sondern eher mit späteren Jahrhunderten des antiken Christentums, einen Blick auf Jesus von Nazareth zu werfen. Jesus von Nazareth spricht von sich selber interessanterweise tatsächlich, wie Herr Schneerson, nicht als Messias. Also er verwendet nicht das aramäische Wort und auch nicht das hebräische Wort und schon gar nicht das griechische Wort Christos. Klammer auf, dass in der nichtjüdischen Welt auch gar nicht verständlich gewesen wäre. Es gibt im Griechischen nur das Wort Neochristos und das heißt frisch gestrichen. Also wenn sich jemand vorgestellt hätte und gesagt hätte, ich bin Jesus, der Christus, hätten die Leute verstanden, die jetzt nicht im Judentum beheimatet gewesen wären, ich bin Jesus, der Gestrichene. Und hätten sich überlegt, was will uns der Mann mit diesem Unsinn erzählen. Wenn man jetzt fragt, was meint eigentlich jemand, der von sich sagt, der Menschensohn ist gekommen, zu retten, was verloren ist. Was sagt denn der da eigentlich? Dann ist ganz, ganz wichtig, der verwendet, wie wir inzwischen wissen, keine geprägte Tradition. Also der verwendet nicht einen lang etablierten Titel wie, weiß ich nicht, Direktorin des jüdischen Museums oder Kuratorin einer Ausstellung oder gegenwärtiger Dean der School of Jewish Theology, sondern im Danielbuch kommt einmal eine Rede einer solchen Person vor. Und früher hat man immer gedacht, dann gibt es noch einige weitere Texte und es gibt so eine schmale Tradition und auf die bezieht sich wahrscheinlich Jesus von Nazareth. Es hat sich aber unglücklicherweise herausgestellt, dass diese Tradition im Wesentlichen aus christlich bearbeiteten Texten besteht. Und der Hauptbeleg für die Vorstellung vom Menschensohn nach dem kanonisch gewordenen Buch Daniel, der sogenannte äthiopische Henoch, noch ist eine ohne Zweifel von Christen geschriebene Schrift, die sozusagen, was man gern machte, bestimmte Traditionen in die Vergangenheit hineinbrachten und das in die Überlieferung des Henoch-Buches, das im Kern vorchristlich und sogar auch vormakkabäisch ist, hineingeschrieben haben. Also Jesus von Nazareth, das finde ich außerordentlich interessant, verwendet keine geprägte
Messianologie seiner Zeit. Das ist vielleicht sogar schon zu viel gesagt. Also er bezieht sich nicht auf geprägte Messias-Erwartungen. Jetzt kann man natürlich fragen, warum tut er das nicht? Da können wir vielleicht in der Diskussion darauf eingehen. Wichtig ist nur diese besondere Form, in der er eine Art eigene Tradition einer Heilbringerfigur neben die königliche, priesterliche, prophetische Messias-Erwartung stellt. Diese sehr spezifische Form wird dann in den ersten Anhängerschriften, die uns vor allen Dingen in den Briefen des Apostels Paulus vorliegen und dann in den kanonisch gewordenen Evangelien, ein bisschen eingenordet. Also mit eingenordet meine ich in die klassischen Vorstellungen hineingezogen. Also Paulus, das liegt vermutlich auch daran, dass der, was die Schriftgelehrsamkeit und die Diskussion angeht, der gebildetste unter diesen Autoren ist. Und zum Beispiel die Frage, wenn der Satz heißt, verflucht ist, wer am Holze hängt, was bedeutet das eigentlich? Ist unser Messias, unser Christus ein Verfluchter? Das ist der, der sich am tiefsten in die Diskussion hineinbringt, die in der damaligen Zeit herrscht. Und das tut, ohne dass ich das jetzt ausführlich vorführen kann, auch eigentlich jeder der Evangelisten auf sehr unterschiedliche Weise. Um das Beispiel von Lukas zu nehmen. Lukas markiert eine Tradition einer Antrittspredigt Jesu in der Synagoge, in der ein Text gelesen wird, der eine messianische Zeit beschreibt oder der jedenfalls so gedeutet wird der hebräischen Bibel, dass er eine messianische Zeit beschreibt, und der lukanische Jesus von Nazareth schließt diese Predigt mit den Worten: und das ist erfüllt vor euren Augen. Also in meiner Person ist das, was hier berichtet worden ist, erfüllt. Und damit sind wir bei der spannenden Frage, ich nenne das jetzt mal die Schneerson-Frage: hat er zwar nicht zugestimmt, der Messias zu sein, aber im Kern sich mit einem messianischen Selbstbewusstsein geäußert oder messianische Taten getan, ohne das messianisch zu nennen? Und damit sind wir genau in so einer jüdischen Debatte über, was ist denn da eigentlich? Wie genau kann man das beschreiben? Jetzt hat Herr Koch-Malnick so ein bisschen weiter geblickt. Ich habe jetzt geredet über das erste Jahrhundert unserer Zeit und ein bisschen über die Anfänge des zweiten Jahrhunderts. Dann tritt eine deutliche Entjudung, aber das ist so ein ganz schreckliches Wort aus dem letzten Jahrhundert. Also tritt sozusagen ein Herausholen der Diskussion vollständig aus den jüdischen Diskursen heraus. Mit Ausnahme ganz weniger Schriften, die mit Juden argumentieren. Und das beste Zeichen dafür ist, dass Christos, also ja eigentlich nur eine griechische Übersetzung, plötzlich zu einem Eigennamen wird. Also schon im zweiten Jahrhundert sieht das so aus, als ob der den Vornamen Jesus hat und den Nachnamen Christus. Also wie Marcus Tullius Cicero und wie Cicero die Kichererbse in der Beiname von Cicero ist, ist Christus sozusagen der Beiname von Jesus. Dass das ein Ausschnitt aus einer lebendigen Diskussion der Zeit ist und dass die Pluralität der jüdischen Messias-Vorstellungen und auch sozusagen derer, die jenseits der strikten Grenze von Messias-Vorstellungen allgemeine Heilbringer-Vorstellungen sind, dass das im Neuen Testament präsent ist, das hört immer stärker auf und wird lediglich noch in sehr polemische und damit halt stillgestellte Auseinandersetzungen. Nicht? Da kommen immer dieselben Bibelstellen, immer dieselben Argumente, und es ist eigentlich ganz langweilig geworden. Also das Christentum hat die Debatte, aus der es stammt und in der es so ein Ensemble von Diskussionen aufgegriffen hat und sich da jeweils unterschiedlich eingeklinkt hat, irgendwann verlassen.
Postludium. Postludium beginnt mit Shalom Ben-Gurion, den ich selber in Jerusalem erlebt habe und der nicht nur den Satz gesagt hat, den Sie zitiert haben, sondern einen wunderbaren Pazifizierungsvorschlag gemacht hat, nämlich, nur wir werden ja irgendwann noch mal sehen, wer der Messias war. Also irgendwann kommt noch mal ein definitives Urteil und vielleicht kommt ja auch raus, verschiedene haben verschiedene Messiasse. Das ist ein überaus liebenswürdiges Pazifizierungsurteil eines älteren Herrn, der die ja doch relativ großen Umwälzungen seiner Lebensgeschichte in großer Heiterkeit verarbeitet und umgesetzt hat. Es gibt ja in der Ausstellung noch eine zweite, sehr viel bösere Sicht zu dem Ganzen. Kunstwerk, von dem Sie gesprochen haben, von Frau Barthana, ist ein offenes Kunstwerk und man kann es sehr verschieden deuten. Als ich davor saß und es mir anguckte und verschiedene Presseberichte gelesen hatte, dachte ich, im Grunde wird doch an dieser Stelle deutlich, man kann es jedenfalls so lesen, was auch immer die Deutschen machen. Also ich meine, es sind schon deutliche Zeichen des messianischen Reiches, Zahal kommt und übernimmt den Reichstag, die ganzen deutschen Traditionen werden aus dem Fenster geschmissen und am Schluss kommt doch Speer hoch. Also sozusagen, was auch immer ist, wie man es pazifiziert, wie man freundlich damit umgeht, Gershom Scholemsch gesprochen, es steht sozusagen ein Abgrund dazwischen, der nicht überbrückt werden kann. Ich weiß überhaupt nicht, ob das die Deutung der Künstlerin ist. Und indem ich in meinem Postludium ja beides präsentiert habe, also sozusagen auf der einen Seite die liebenswürdige Pazifizierung von Ben-Gurion und auf der anderen Seite die Scholemsche Rede vom nicht überbrückbaren Abgrund. Also Thomas Spahr hat ja die berühmte Szene, als Martin Buber den letzten Band seiner Bibelübersetzung vorstellt, was dann Gershom Scholem gesagt hat. Also insofern denke ich immer, mit Gershom Scholem erinnert man ja auch an einen der großen Erforscher von jüdischer Messianologie, ob man das als Gegensatz pazifizieren kann und freundlich dasitzen kann oder ob der Abgrund, und der beginnt ja nicht erst 1933 oder mit den Speerplanungen, in dem jüdische Mitbürger aus Berlin vertrieben werden, damit diese irrsinnigen Bauten da errichtet werden, sondern der beginnt ja schon außerordentlich früh, der beginnt in der Antike. Und wie man mit diesem Abgrund umgeht, das ist, finde ich, noch eine sehr offene Frage. Und man kann sich jedenfalls nicht einfach auf die pazifizierende Seite stellen und beruhigen. Das, glaube ich, ist allzumal in unseren Tagen keine gute Idee. Ich kann ähnlich sagen, das war ein knapper Ausschnitt aus einem Thema, über das wir, glaube ich, eine Vorlesungsreihe oder mehrere Jahre Vorlesungen halten könnten. Aber vielleicht ein Hinweis darauf, dass vieles, was als schematisierter Unterschied wahrgenommen wird, dann doch nicht so unterschiedlich ist. Aber man das auch nicht zum Anlass nehmen sollte, alle Differenzen zuzuschütten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Professor Markschies. Ich bin auch hier ganz beeindruckt von der Möglichkeit, eine immense Komplexität auf eine Art und Weise zusammenzufassen, die uns ermöglicht, einen Überblick zu behalten. Und bin auch sehr dankbar für Ihre Ausführung zu der Ambiguität, die zwischen dem Abgrund und der Utopie, wenn man so möchte, existiert. Und würde gerne, bevor wir in eine Diskussion einsteigen, kurz nochmal das Buch der Maika Germania zeigen. Dass wir, und das knüpft auch an Ihren Vortrag an, in der Methodologie eines Talmuds aufgebaut haben. Hier sieht man das vielleicht ganz
gut. Und zwar haben wir aber anstatt die Überlieferung ins Zentrum zu stellen, ein Vox Populi ins Zentrum gestellt und die Ausrufe, die unter Umständen mit einer messianischen Ankunft verbunden werden könnten, wie sie ist die Hoffnung als Malka Germania, die Königin Germania, oder sie ist die Messias, durch verschiedenste Meinungen von lebenden Autorinnen und Autoren und auch Zitaten von Weisen aus der Geschichte zusammengebracht, in der Hoffnung, dass wir diese Stimmenvielfalt, die es immer in dieser Auseinandersetzung gibt, auch weiterführen können. Und ich glaube, dass es nur gut ist, dass daraus, und das es zeichnet auch ein Kunstwerk aus, keine Klarheit entsteht, sondern die Möglichkeit zur Diskussion. Und genau das würde ich gerne jetzt vorantreiben. Wenn es Fragen aus dem Publikum gibt, nehme ich die gerne an, aber ich habe auch eine Menge eigene Fragen jetzt gesammelt durch diese Ausführungen. Und das Erste, was mir in den Sinn kam, ist, dass diese Person des Messias im Grunde erstaunlich für mich auch im Christentum gar nicht so zentral ist. Und dass die Frage für mich wäre, ob es auch einen Messianismus gibt ohne den Messias und ob die Frage der Zeit, der messianischen Zeit, der Ankunft eines Zeitalters, wenn man so möchte, im Grunde im Vordergrund steht und ob es dort vielleicht eine Art von Gemeinsamkeit geben könnte. Herr Koch-Meinig. Also ich fand es sehr interessant, dass Kollege Markschis mit dem Lubavitcher Reben begonnen hat. Ich glaube auch der We Want Mashiach Now, ja, das ist ja auch Anlass für den Titel der Ausstellung. We Want Mashiach Now, wir wollen jetzt den Messias. Was ich immer interessant fand, ich habe da diese Bewegung sehr genau verfolgt. Sie hat mich auch verfolgt, die Lubavitcher Bewegung. Und was ich immer sehr interessant fand, das ist, wie man sich den Messias vorstellt. Ich meine, der Lubavitcher Rebbe ist zum Messias gemacht worden von einem Teil der Lubavitcher Bewegung. Eigentlich ist das ja ein chassidischer Hof, was man einen chassidischen Hof nennt, ja, der auch schon älter ist, der eine ganze osteuropäische Vorgeschichte hat. Lubavitch ist eigentlich eine Stadt, ja, in Weißrussland. Und Sekte, sagen wir mal, die ihn zum Messias erkoren hat, hat einen Mann zum Messias erkoren, der von zwei Gehirnschlägen eigentlich lahmgelegt war. Es war ein großer Gelehrter, der Lubavitcher Rebbe, er hat Mathematik, das habe ich erst jetzt gerade gehört. Ich wusste, er hat in Berlin studiert, er hat dann später noch in der Sorbonne studiert, Elektrotechnik in Frankreich. Also er hat durchaus auch ein weltliches Studium gehabt, aber er war ein großer rabbinischer Gelehrter, ein sehr bedeutender rabbinischer Gelehrter. Und er war durch zwei Gehirnschläge lahmgelegt. Also wenn Sie so wollen, die Metamorphose des glänzenden Kriegshelds, ja, David, die ja schon im Talmud beginnt und natürlich dann rückwirkend auch in der Deutung der Bibel, die findet da einen Höhepunkt. Also in der Bibel wird ja David als strahlender Held dargestellt. Es gibt Königspsalmen, besonders Psalm 45, die auf den Messias, wo das Wort übrigens vorkommt, das Wort Meschiach fällt im Psalm 45, gedeutet werden. Und dann ist er eben ein strahlender Kriegsheld in Rüstung, der reitet und so weiter. Und dann sieht man, wie die
wie der Talmud diesen Psalm umdeutet, und zwar indem alle martialischen Tugenden in scholastische Tugenden umgedeutet werden. Sein Fechten ist dann ein Argumentieren und so weiter. Und David wird immer mehr zu einem Gelehrten, einem Rabbiner eigentlich, und dann zu einem Sänger auch, der seine Generäle morgens in die Schlacht schickt, weil er seine Ruhe haben will. Und so sieht man, wie der Messias eigentlich immer stärker rabbinisiert wird und damit pazifiziert wird. Und ich finde, dieser Hinweis am Ende des Vortrags ist auch sehr interessant. Ich sehe da gar nicht einen Abgrund zwischen Deutschen und Juden, sondern ich sehe einen Abgrund in der Messias-Idee. Die Idee des Messias ist selbst abgründig. Der Messias muss natürlich immer scheitern, das ist klar. Es wird ihm die Rettung der Welt auf die Schulter gelegt. Ja. Und das ist klar, dass er sich immer dann als, er wird mit Heilrufen begrüßt. Ja. Und das ist klar, dass am Ende immer eine Katastrophe steht. Er rettet also nicht nur aus der Katastrophe, sondern er führt auch in die Katastrophe. Und deshalb ist es berechtigt, auch das Dritte Reich unter messianologischen Gesichtspunkten zu betrachten. Ich glaube nicht, dass das ein Abgrund zwischen uns ist, sondern es ist wirklich eine Frage, ja, welche Art von Hitler war eindeutig der Messias, eine Messiasfigur für die Deutschen und vielleicht nicht für alle. Aber er wurde mit Heilrufen begrüßt. Er war ein nicht nur ein Endlöser, sondern er sollte ein Erlöser sein durch die Endlösung. Also ich finde, dass man diese Fragen auch aufwirft, das gehört meines Erachtens auch zu einer messianologischen Reflexion. Mhm. Also um auf Ihre Frage zu antworten, dann würde ich gern auch dazu noch was sagen. Ich glaube, wenn man das so macht, wie Sie das gerade gemacht haben, das ist ja sehr sinnvoll, einfach zunächst mal strukturtypisch zu fragen. Also wie wird mit dem Scheitern von Messias umgegangen, wird relativ deutlich, die Unterschiede liegen zunächst, also es gibt mindestens so große Unterschiede zwischen jüdisch und christlich wie zwischen einzelnen jüdischen Gruppen und einzelnen christlichen Gruppen. Das kann man, glaube ich, sofort sagen. Also es gibt christliche Gruppen, die machen schon, also wenn man an bestimmte Formen des schwäbischen Pietismus denkt, da wird sehr genau vorausgesagt, also da gibt es sozusagen einen Fahrplan, der ist mit hoher Gelehrsamkeit berechnet. Es gibt aber natürlich schon im schwäbischen Pietismus Leute, die sagen, ihr seid ja völlig plemplem, verzeih mir, dass so etwas flapsig sage, also das ist Gottes Wissen. Also insofern finden sich ganz viele Argumentationen sehr, sehr ähnlich. Es gibt Messias-distante Theologien, es gibt Messias-fixierte Theologien, es gibt den Versuch, den Messias politischer zu deuten. Das führt in Debatten über das Scheitern des Messias. Also da gibt es sehr viele Ähnlichkeiten. Ich finde, mit dem Abgrund, das will ich doch noch ein bisschen verteidigen. Wenn man in Rom vor der wunderbaren Synagoge, glaube ich, aus dem späten 19. Jahrhundert, der Hauptsynagoge steht, steht daneben eine christliche Kirche, in die die Einwohner des Ghettos gezwungen wurden, um eine Predigt über den christlichen Messias zu hören. Das meine ich mit dem Abgrund. Also dass sozusagen in jedem Gespräch auch immer, also auch nicht im Sinne einer Metaphysierung dieses Abgrundes oder einer Ritualisierung des Abgrundes, aber dass sozusagen deutlich sein muss, so ein liebenswürdiges Gespräch, wie wir das jetzt haben, wo also so in aller Ruhe Differenzen und Gemeinsamkeiten, das gibt es ja noch nicht furchtbar lange. Und da, wo es das früher gibt, gibt es das nur sehr, sehr selten. Also insofern finde ich, das muss mindestens erwähnt werden, sollte einen natürlich in der Tat nicht davon abhalten, auch über und natürlich gilt auch, man kann jedes politische Phänomen auch mit religionswissenschaftlichen Kategorien deuten. Man kann die Frage stellen, wie säkularisiert sich die Messias-Idee und taucht dann doch plötzlich wieder auf. Das ist sicher eine vernünftige Idee, weil eben doch deutlich wird, es sind Strukturanalogien zwischen unterschiedlichsten Bewegungen. Und das wird sicher auch deutlich, wenn man das Kunstwerk anguckt. Also das provoziert einen dazu, sofort ein Seminar zum Thema in Potsdam oder Berlin zu besuchen.
Also wenn man das Kunstwerk anguckt oder auch mit Personen spricht, die das Kunstwerk gesehen haben, ist häufig zu erkennen, dass die Illusion dessen, dass es ein Mythos ist, eine Geschichte, die da erzählt wird, nicht ganz rüberspringt und der Wahrheitsgehalt dessen hinterfragt wird. Wie wahrscheinlich ist es? Wie sehr hat auch einfach in der Art und Weise, wie die Künstlerin sich das ausgedacht hat, wie wörtlich soll man das nehmen, was dort auf dem Bildschirm zu sehen ist? Und in diesem Zusammenhang haben wir auch in der Publikation, ist eines der vielen Zitate, die wir bringen, ein Zitat von Grete de Francesco, die über die Macht des Scharlatans geschrieben hat, 1934. Und das möchte ich ganz kurz zitieren und meine Frage daran anschließen. Und zwar sagt sie, des Scharlatans ungläubige Gläubige fliegen wie taumelnde Falter in das Licht des magisch bestrahlten Wunders. Sie verteidigen ihre Scheinbeweise vor jeder kritischen Prüfung und zittern vor der Bedrohung des ihnen verheißenen und zugesicherten Glückes durch den verhassten greifbaren Gegenbeweis. Vor ihm flüchten sie in die Illusion. Von dem, was ich bis jetzt verstanden habe, ist aber der Zweifel Teil der Diskussion um den Messias. Und meine Frage wäre, gibt es eine Furcht vor dieser Illusion? Gibt es ein Anerkennen des Zweifels? Und inwiefern gibt es dort auch eine Korrespondenz zwischen jüdischen und christlichen Positionen? Tja, eine ganz einfache Frage, ja. Ich meine, ein Retter, ein Heilbringer muss nicht notwendigerweise ein Scharlatan sein. Er handelt vielleicht aus sehr guten Absichten. Und der Scharlatan ist nur ein Sonderfall. Der Verführer, ja, der Rattenfänger, das ist nur ein Sonderfall. Aber meistens, subjektiv gesehen, sind Messias-Prätendanten guten Glaubens und beste Absicht. Ja? Also ich glaube nicht, dass man mit dieser Entlarvung des Messias an das Phänomen herankommt. Ich meine, natürlich ist der Messias immer eine Gefahr, weil er weckt Hoffnungen, die er dann natürlich enttäuschen muss. Und es gibt in der natürlich auch in der jüdischen Tradition, aber auch besonders in der Wissenschaft des Judentums, dann immer die kritische Auseinandersetzung mit dieser Idee. Und eines hat mir immer sehr gut gefallen, Leopold Zuntz, der Vater der Wissenschaft des Judentums, der hat einen Aufsatz geschrieben, wo er mal zusammengerechnet hat, wie viele Messiasse vom 12. bis zu seinem Jahrhundert aufgetreten sind. Und er hat 80 Termine in verschiedenen Orten natürlich, Juden sind ja weltweit verbreitet, ausfindig gemacht, und er hat sie nebeneinander gestellt, ja, so dass es, wenn es wieder an der Tür klingelt und jemand mit einem Missionar dasteht, da können wir sagen, wir haben schon gegeben, ja, es sind schon 80 80 vorher da gewesen, ja, und klar, also. Aber ich will jetzt noch mal auf die Problematik eingehen. Auf der einen Seite kann der politische Messianismus, ich meine, das ist ja ein Begriff, den ich nicht erfinde, sondern Talmon hat ja eine Reihe von Büchern über den Totalitarismus des 20. Jahrhunderts geschrieben, wo er diese Bewegungen als kryptomessianische Bewegungen eben, entlarvt und auch analysiert.
Das ist einerseits provoziert dann andererseits wiederum bei den Opfern des, dieses aktiven, militanten und mörderischen Messianismus wiederum Messianismus. Also zum Beispiel, die Maimonides hat ja 13 Glaubensgrundsätze formuliert, von denen er eigentlich wollte, dass sie zu einem verbindlichen Credo werden. Das sind sie nicht geworden. Sie sind ein Hymnus, ein freiwilliger Hymnus vor den Gottesdiensten oder nach den Gottesdiensten geblieben, aber nicht im Gottesdienst. Und das zwölfte Satz, der zwölfte Ikar, so heißt das auf Hebräisch, Ikarim, das ist eben der Glaube an die Ankunft des Messias. Und wenn er auch zögert, so sollst du doch hoffen, dass er kommen werde. Und dieser zwölfte Glaubenssatz ist während der Shoah und auch heute zu einer Art Hymnus der, derer geworden, die praktisch des Todes waren. Und auf ihrem Weg, auf ihrem letzten Weg, kann man sagen, da haben sie dieses Credo gesungen. Das war ihre Antwort. Also Messianismus, das kann beides sein. Das kann natürlich eine furchtbare Explosion von Heil und Unheil sein, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer der Blick über dieses Unheil hinaus in eine andere Zukunft, ja. Und also, wenn Sie so wollen, das Phänomen ist hochgradig ambivalent, ja. Ja, Sie haben ja drei sehr, sehr unterschiedliche Fragen gestellt. Das erste, glaube ich, chronologisch war das mit der Scharlatanerie. Also, das ist ja, glaube ich, eine sehr zugespitzte Form. Also einen Scharlatan würde ich, glaube ich, jemand nennen. Ich habe mir, weiß ich nicht, mein Bein gebrochen, gehe zu einem, wo drauf steht Doktor, aber es ist in Wirklichkeit einer, der nur den Doktor vorspielt. Da würde ich, glaube ich, den Ausdruck Scharlatan verwenden. Da ist er, glaube ich, richtig dabei. Und das natürlich unter den übrigens auch christlichen messianischen Figuren Scharlatane sind. Daran kann gar kein Zweifel bestehen. Bei dem römischen Autor Hippolyt, also wir bewegen uns im 3. Jahrhundert, wird beschrieben, dass einer auftritt und sagt, der Messias kommt wieder, kommt in die Wüste, wir ziehen ihm entgegen. Und die Leute verhungern. Also das ist sozusagen eine Bewegung, glaube ich, wo man sagen kann, der sagt zwar, der Messias kommt wieder, aber präsentiert sich ja sozusagen als der Vorläufer des Messias oder der messianische Prophet. Jemand, der Menschen in die Wüste führt und die verhungern, den kann man, glaube ich, Scharlatan nennen. Also insofern kann man, glaube ich, sagen, im Umfeld des von messianischen Bewegungen und messianischen Figuren gibt es solche Scharlatanerie. Allerdings würde ich noch mal versuchen, einen Unterschied zu machen, gerade weil die Messias-Erwartungen ja so unterschiedlich sind. Also das ist ja nicht wie bei diesem Kinderspielzeug, wo man nur genau ein Dreieck durch die Dreiecksform durchwerfen kann. Nur das Dreieck geht durch, der Kreis geht nicht durch und so weiter. Und es ist völlig klar, nur diese eine Figur geht durch und alle anderen sind Scharlatane. So funktioniert das ja nicht, weil das haben wir ja, glaube ich, beide festgestellt, die Erwartungen so unterschiedlich sind. Also, dass eine stärker auf den Gelehrten entworfene Person, wenn sie politisch scheitert, nicht die Messias-Erwartung nicht erfüllt. Dagegen aber natürlich jemand, der bei einer politischen Messias-Erwartung es nicht schafft, sich gegen die Römer zu verteidigen, wird ja bei Josephus alles beschrieben. Also insofern, Scharlatan ist ein Teil, aber ich würde jetzt nicht alle Messias
an die ich sozusagen nicht glaube, um es mal sehr pointiert zu sagen, für Scharlatane erklären. Das würde ich, glaube ich, für unpräzise. Dann haben Sie was mit dem Zweifel gesagt. Ja, natürlich gehört der dazu. Also ja, offensichtlich selber, wenn man an die Person Jesu von Nazareth denkt, zu dem, den Christen als Messias bekannt haben, zu dem gehört ja unmittelbar der Zweifel. Der fragt sich, der sieht sich. Also wenn irgendetwas über diese Person gewiss ist, dann das, dass sie in der kurz vor ihrer Hinrichtung verzweifelt ist. Also und nicht etwa sagt, naja, ich stehe ja demnächst auf, oder also auch wieder etwas flapsig gesagt. Also das ist, glaube ich, völlig klar. Es gehört der Zweifel beim Messias-Prätendenten genauso dazu wie bei den Anhängern. Und das wäre ja auch merkwürdig, denn die endgültige Klarheit über die Verhältnisse ist keine von Menschen herbeiführbare. Und der dritte Punkt, also ich finde, man muss genau unterscheiden zwischen einer religionswissenschaftlichen oder politikwissenschaftlichen Anwendung und, glaube ich, schon dem Interesse daran, also wenn das Messias, natürlich kann man strukturell das Messias-Konzept auch für bestimmte politische Ideologien verwenden. Aber ich würde doch gern noch an der Möglichkeit festhalten, normative Urteile zu fällen und von missbräuchlicher Verwendung zu reden. Also selbstverständlich, also es gibt ja auch so Untersuchungen, wo Parteiveranstaltungen des Nationalsozialismus mit Gottesdiensten verglichen werden und dann halt deutlich wird, die singen auch und so weiter und so fort. Ja, aber ich finde, eine Komparatistik, die auf das normative Urteil verzichtet, das fände ich etwas irritierend. Also ich möchte schon noch sagen dürfen, nicht nur sagen dürfen, sondern ich möchte auch gern sagen, was da passiert, halte ich für eine missbräuchliche Verwendung der jüdisch-christlichen Messias-Idee. Ich würde vielleicht sogar so weit gehen, also wenn ich anfange, religiöse Konzepte, das ist eine wunderbare Beobachtung von Karl Popper, die der gemacht hat in den Wiener Auseinandersetzungen und Barrikadenkämpfen der 20er Jahre. Wenn ich anfange, religiöse Werte in politische Auseinandersetzungen hineinzuziehen und damit sozusagen Absolutheitsansprüche in politische Auseinandersetzungen hineinzuziehen, dann heißt das bei Karl Popper, entsteht die Hölle auf Erden und nicht der Himmel auf Erden. Das ist jetzt ein normativ... Die Hölle auf Erde, ohne Zweifel ein zarter und so weiter, weit verbreitetes. Aber ich finde, ein normatives Urteil zur Rettung der Messianologie vor ihrer komparatistischen Verbreitung in alles Mögliche, was irgendwie auch messianisch ist, das müsste in einem zweiten Schritt noch passieren. Also nachdem man beschrieben hat, das würde ich auch sagen, zunächst fröhlich Strukturanalogien feststellen, aber nicht alles, was ähnlich ist, sollte auch ähnlich bleiben. Gelegentlich muss man dann auch sehr klar unterscheiden. Und dennoch würde ich gerne eine politische Facette aufmachen, da ich den Eindruck habe, dass für zumindest die Ausstellung und die Arbeit die Möglichkeit eines Kommen eines einer politischen Figur, eines Königs, einer Königin, Melech Mashiach, eine zentrale Rolle spielt in dem Werk von Yael Batana. Und vor allen Dingen nicht so sehr diese Person, sondern die Sehnsucht, die sie auslöst. Und da zum Beispiel Theodor Herzl in Alt-Neulein schreibt, die Sehnsucht macht den Messias. Und diese Art und Weise, wie der Glaube an den Messias oder an eine bessere Zukunft im politischen Sinn sich entwickelt und Leute in Bewegung setzt im Grunde. Und da ist die Frage für mich,
doch, was für eine Rolle die Gläubigen spielen oder diejenigen, die in der Erwartung sind, die eine Sehnsucht unter Umständen haben, und ob das nicht doch eine Überschneidung ist, auf die man nicht verzichten kann, jedenfalls in der Art und Weise, wie Messianismus zum Beispiel im 19. Jahrhundert dann weitergedacht wurde. Nee? Herr Magschies, Sie schütteln den Kopf. Nein. Ich gucke immer nur, weil es natürlich für mich immer ganz bequem ist, wenn Herr Kochmalnik anfängt. Nein, ich kann aber natürlich auch gern mal anfangen. Also erstmals finde ich lustig, Sie haben ohne Zweifel das Video viele, viele Male häufiger als ich gesehen. Ja. Aber ich finde, so rasend viele Gläubige gibt es ja eigentlich gar nicht. Also, das ist das Publikum. Ach so, das sind wir. Naja, wir müssen entscheiden, wie wir mit dem Kunstwerk zurechtkommen. Aber ich fand, das ist ein überraschend, anhängerlose, also viele Szenen sind anhängerlos. Also Zahal riegelt den Reichstag und die Siegessäule ab, sind nicht furchtbar viele Leute. Also das fand ich eher sozusagen, dass zu einer wenn wir einen ganz kurzen Gang bei meinen Eindrücken von dem Kunstwerk, aber die im Vergleich zu ihren laienhaft sind, wenn Zahal den Reichstag abriegelt, hat er so einen Triumphmoment. Also sozusagen dieses Haus, also es gibt, das zu einer messianischen Idee natürlich auch gehört, die Lumpenfarm zur Hölle. Und wenn man sozusagen die Traditionen, insbesondere Zeitenwende anguckt, gehört das eigentlich immer zu den Vorstellungen. Und es gibt dann nur ein paar Sondertraditionen, wo irgendwie alle ins messianische Reich kommen. Aber es wird normalerweise schon relativ streng geschieden. Und dieses Element fand ich da interessant umgesetzt. Natürlich gehört zu einem Messias auch, wenn man es jetzt religionsökonomisch sagt, dass er erfolgreich ist. Ja, also schon erfolgreich. Also man könnte sagen, ist am Kreuz gescheitert, aber hat überraschend viele Anhänger gewonnen. Und insofern haben Sie, glaube ich, völlig recht. Also ich habe nicht den Kopf geschüttelt im Sinne von, dass zur messianischen Idee auch immer automatisch Menschen gehören, die das glauben. Also wenn sozusagen die Messiasgestalten, die bei Josephus genannt werden, als parallele Gestalten im Palästina zur Lebenszeit Jesu von Nazareth, die werden ja nur noch von Expertinnen und Experten hochgehalten. Also sozusagen, die waren ganz gewiss nicht besonders erfolgreich. Das wird man ohne Zweifel sagen. Und das macht ja aber auch noch mal deutlich, dass die Kategorie Erfolg auch wieder sehr plural verwendet werden kann. Also, und sie kann eigentlich, ich habe deshalb nicht gleich reagiert, weil ich habe noch einen größeren Nachteil, weil ich habe noch nicht mal einmal das Video gesehen. Also ich kann mich eigentlich zu der Künstlerin nur aufgrund eines ganz schnellen Eindrucks vorhin äußern, und das will ich lieber nicht. Aber natürlich solche Fragen wie Erfolg oder Misserfolg sind zentral für das christlich-jüdische Gespräch. Vor kurzem hat ja der Papst, der abgedankte Papst, sich zum christlich-jüdischen Gespräch geäußert, und er sagte, es müsste eigentlich so laufen wie das Gespräch, ich glaube, nach Emmaus. Ja, also das heißt, da geht es auch um die Frage von Erfolg und Misserfolg, und sie werden eben hingewiesen auf, oder der Reisende wird hingewiesen auf Jesaja 53. Also, dass gerade der Misserfolg Zeichen des Erfolges ist. Das ist ja die Figur von Jesaja 53, der Gottesknecht, der Verworfene, erweist sich als der Auserwählte und der von Gott Erwählte. Und er sagt, das müsste eigentlich nochmal dem Erfolgskriterium entgegengesetzt werden. Und ich finde, hoffentlich wird unser Religionsgespräch nicht so aussehen, dass wir wieder über Jesaja 53 streiten. Weil ich finde, das ist natürlich ein zentraler Punkt auch der christlichen Sicht, die auch die jüdische Sicht ist. Ich meine, im Mittelalter hat man ja auch die Jesaja 53 gelesen, gehört nicht zu unserer Lesung. Genau.
Das ist rausgenommen worden. Also von all den Texten, die wir lesen, und vom Deuteronomium Jesaja, Jesaja 53 gehört nicht dazu, aber es wird natürlich kommentiert und der Kommentar lautet, dass der Gottesknecht in Jesaja 53, das ist Israel, so wie in den anderen Gottesknechtsliedern bisweilen auch. Also da ist es ja eine Kollektivfigur. Und im Grunde besagt der Misserfolg, der setzt noch nichts ins Unrecht. Und das finden wir bei Maimonides, wir finden es stärker bei Yehuda Halevi und wir finden es eigentlich bei Denkern auch des 20. Jahrhunderts, bei Cohen und bei Leo Beck. Misserfolg heißt nicht unbedingt Unrecht haben. Und es kann gerade das Gegenteil der Fall sein. Bis natürlich diejenigen, die den Gottesknecht ins Unrecht setzen, ihr großes Mea Culpa machen und erkennen, dass sie geirrt haben. Ja. Und das, ja, das ist meines Erachtens eine zentrale Figur, die wir teilen. Also dass jetzt ein gekreuzigter Verbrecher als Verbrecher gekreuzigt, ja, wie ein Verbrecher gekreuzigt neben Verbrechern, dass er es ist, ja, und dass er sogar ein Gott ist, ein Gottessohn, ein Gott. Ich finde, das ist die große Wende. Mhm. Und diese Erkenntnis ist die große Wende. Deshalb hat er dann so viel Erfolg, weil die meisten Menschen natürlich nicht Sieger sind, sondern eben auch Verlierer. Und das ist die große Botschaft des Neuen Testaments. Das ist übrigens auch die Botschaft des Alten Testaments, dass die Sklaven, ja, das ist ja eine Sklavenreligion, um mit Nietzsche zu sprechen, da spricht natürlich 90% der Menschen an und die 10% der Übermenschen, die fallen dann nicht mehr ins Gewicht, ja. Bis auf die Reaktionen dann. Aber das ist eine große Botschaft. Und Sie sprachen vorhin von Trastevere und die Kirchen in Rom. Ich meine, dass die Sixtina, ja, ist nach den Maßen des Tempels erbaut. Ja. Und dass heute der Tempel in Jerusalem ist von den Römern zerstört, aber in Rom steht, im Grunde steht der Tempel in Rom. Ja, und der Papst ist wie ein Hohepriester. Ich meine, schauen Sie sich mal die Hohepriesterbeschreibung in Jesus Sirach an. Er tritt heraus wie die Sonne und so weiter. Ja, das, wir haben dieses Moment, dieses Tempelmoment, das ja Jesus zunächst einmal bekämpft hat. Ja, seine eigentlichen Widersacher sind ja erstmal die Priester, ja, im Tempel. Aber im Grunde genommen hat das katholische Christentum, ja, und wahrscheinlich auch das orthodoxe Christentum, hat eigentlich diese Erbschaft des Tempels, ist diese Erbschaft angetreten. Und es ist eine gewaltige Ironie der Geschichte, dass heute der Tempel in, und der Hohepriester in Rom amtiert und steht. Und das sind Dinge, die, glaube ich, zu uns beiden sprechen. Und ich sehe da keinen großen Gegensatz. Ich glaube, wenn heute eine Religionsdisputation stattfände, würden wir uns über diesen Punkt nicht streiten. Ich habe gesehen, es gibt eine Frage aus dem Publikum. Ja, ich wollte das Publikum auch mal zu Wort kommen lassen. Ja. Hören Sie mich? Jetzt. Sie Thomas, müssen ein bisschen lauter noch ins Mikrofon sprechen. Ich werde sonst immer geschimpft, dass ich immer so laut bin. Thomas Klatt für den Deutschlandfunk, wir kennen uns ja. Es freut mich, diese Diskussion. Ich versuche nochmal, das auf eine andere Ebene zu heben. Vielleicht gibt es ja auch modernere Interpretationen einer moderneren Messianologie. Dass man nicht weiß, ist der Messias weiblich, männlich oder ist er Vielzahl, evoziert bei mir die Frage, Diese alten Messias-Konzepte verdammen ja die Gläubigen zu einer gewissen Heilspassivität. Da soll dann irgendwie mal ein Messias kommen, der soll es dann richten. Wir warten mal auf ihn. Sowohl in Israel als auch in Deutschland haben wir keine Monarchie mehr, sondern eine Demokratie, eine Volksherrschaft. Gibt es da auch durchaus theologische Konzepte, die sagen, sind wir nicht alle Messias? Müssen wir nicht alle mittlerweile Messias-Funktionen einnehmen, anstatt passiv auf den irgend oder die Messias zu warten, sondern zu sagen, wir sind alle Messias und müssen sozusagen das viel mehr
auf alle Schultern verteilen und demokratisieren, dass man nicht mehr auf den Heilskönig oder die Königin wartet, sondern wir alle sind Messias. Ist das eine denkbare theologische Option in Judentum und Christentum des 21. Jahrhunderts? Also es ist mindestens eine, die im 20. Jahrhundert von einzelnen christlichen Theologinnen und Theologen vertreten wurde. Gott hat keine anderen Hände als deine. Also wenn wir über Dorothee Sölle reden. Ich muss gestehen, ich bin da an einem Punkt doch sehr skeptisch. Ich finde, zu den ganz, ganz großen Wohltaten der jüdisch-christlichen Tradition gehört die trennscharfe Unterscheidung. Man kann das so ein bisschen ironisch an dem wunderbaren Gedicht von Robert Gernhardt. Ich sprach zum Wasser, werde weinen, doch das Wasser ließ es sein und so weiter und so fort. Und da kommt ganz am Schluss der tief ironische Satz, da ward auch dem Dümmsten klar, dass ich nicht der Heiland war. Also sozusagen diese wohltuende Unterscheidung, die ist von Gernhardt in einer sehr flapsigen Weise gesagt, dass man weiß, nein, es gibt einen Unterschied. Also der Messias ist, das ist vielleicht eine viel schärfere Differenz zwischen Judentum und Christentum. Die christliche Vorstellung von Jesus von Nazareth ist, das ist, glaube ich, einer der Sätze, die auf die historische Person zurückgehen. Wenn ich mit dem Finger Gottes die Dämonen austreibe, dann ist die Gottesherrschaft da. Also die Grundvorstellung, dass es sich um ein Handeln Gottes handelt, wenn diese Person das austreibt. Das ist die Wurzel der Bekenntnisse der Christen zu Christus, was sie vorher nannten. Also das ist vermutlich der Punkt, über den sehr viel länger geredet werden muss, als über die Messianologie. Denn da geht es sozusagen jetzt nicht mehr um die Frage, ist es oder ist es nicht in der Pluralität, sondern da geht es um die Frage, ist das jetzt Blasphemie oder ist es keine Blasphemie. Aber damit es auf christlicher Seite nicht zur vollständigen Blasphemie wird, ist, glaube ich, schon notwendig zu trennen. Und ich finde, das hat was sehr Entlastendes. Also wenn ich nicht, ich sage manchmal scherzhaft, wenn irgendwie gewaltige Problemlösungen erwartet werden, ich bin nicht der Messias. Also das hat auch eine sehr entlastende Funktion. Das meinte ich vorhin, als ich sagte, die Übertragung der Messias-Konzepte in alle möglichen Orte hat im 20. Jahrhundert sehr schlimmen Schaden angerichtet. Also eine Begrenzung des Messias-Konzeptes hat was sehr, sehr Heilsames. Demokratisierung ist außerordentlich notwendig. Wir haben über hohe Priesterstrukturen in christlichen Kirchen geredet. Also da ist das Judentum vermutlich vorangeschritten, als es noch gar nicht etablierte Demokratietheorien gab. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es geschickt ist, die Demokratisierung beim Messias-Konzept durchzuführen. Ich meine, was man sagen kann, ist, dass es diese Entmythologisierung der Messias-Figur natürlich gegeben hat. Wenn ich zum Beispiel denke an wirklich säkulare Messianismen, wie wir sie bei Ernst Bloch oder bei Adorno vorfinden. Bloch spricht ja vom Judentum, vom jüdischen Volk als das messianische Gewissen der Welt, vom wartenden Volk, das messianische Volk. Und er entwickelt eine ganze Kategorienlehre, eine Philosophie des Messianischen, eine Philosophie der Hoffnung. Das sind ja Transformationen der alten Messianologie. Natürlich kann nicht ein Messias die Welt retten und eine Welt von Feinden niederringen und irgendwie ein Paradies heraufführen und so, sondern man versucht den rationalen Kern oder den unverzichtbaren Kern dieser Idee zu übertragen in die in unsere Horizonte. Das kann ganz negativ sein, wie beim politischen Messianismus, wo diese alten Chiffren mobilisiert werden, auch um die Anhänger zu mobilisieren, die ja darauf reagieren und die davon geprägt sind. Aber es kann auch eine progressive Mobilisierung dieser Ideen geben. Und das hatte sie ja auch. Es hat sie gegeben. Ich meine, dieser Appell
dass man scharf unterscheidet, damit man nicht dieses Erbe antreten muss, dieses sehr gefährliche Erbe. Ja, das ist, glaube ich, ganz richtig. Aber auf diese Weise könnte man, würde man vielleicht die ganze, den ganzen, das ganze Dogma des Messias oder die Halacha des Messias neutralisieren. Dass man sagt, die Erfüllungsbedingungen sind so antiquiert oder so, so differenziert, dass sie überhaupt nie in Erfüllung gehen können. Damit hat man sich dann dieses Erbes entledigt. Also man kann die Differenzierung so weit treiben, dass es uns nicht mehr weiter tangiert. Aber auch das ist eine Gefahr, weil dann geht uns natürlich die Hoffnung, eine gewisse Hoffnung verloren in Zeiten, wo man auf gar nichts anderes mehr bauen kann. Ja? Also daran will ich noch mal erinnern, dass die Messias-Idee eine Funktion natürlich des Leidensdrucks ist. Ja? Und da ist man froh, wenn wenigstens dieser Ausblick da ist. Da würde ich gerne mit einer letzten Frage, weil wir uns schon in großen Schritten dem Ende der Veranstaltung nähern, darauf eingehen. Und zwar, dass nicht jeder Einzelne von uns ein Messias ist oder sein kann oder die Verantwortung übernehmen möchte. Das verstehe ich. Andererseits gibt es doch bestimmt auch Vorstellungen darüber, dass man zumindest das Herannahen einer Erlösung vorantreiben kann als Person. Da wollte ich fragen, wie sieht es aus? Ist das etwas, was man eigentlich antizipiert, das einen nicht bewegt? Oder etwas, was man vorantreiben kann, das Wiederkommen oder das Kommen des Messias, in was auch immer für einer Form das geschehen mag, ob als Person oder als eine andere Form der Erfüllung? Da möchte ich kurz nur zitieren, das wird mein Schlusszitat für mich sein und ich möchte sehen, was Sie dazu sagen, dass im Talmud geschrieben steht, in Sanhedrin, dreierlei, also so steht es geschrieben, kommt, wenn man nicht daran denkt, der Messias, verloren geglaubte Dinge und Skorpione. Also vielleicht müssen wir uns eine Passivität beibehalten und nicht in einen Aktivismus verfallen oder gar in eine Art von Selbstmessianisierung. Sie haben wunderbar in Ihrer Frage jetzt wieder beide Alternativen angeboten. Ja. Also ja, natürlich, das Wunderbare an diesem talmudischen Satz ist ja, dass er wie viele Sätze absolut evidente Lebenserfahrung, also hoffentlich nicht beim Skorpion, also da wünscht man ja schon, dass man den vorher entdeckt und mit dem Schuh nach ihm schlagen kann oder was auch immer. Aber bei verlorenen Dingen haben wir das ja alle schon erlebt, völlig verzweifelt in der Suche und fanden sie dann doch. Also ich fange zunächst mal bei dem Aktiven an. Ja, da gibt es natürlich wieder tausende von Beispielen. Also möglicherweise ist ja Judas das erste Beispiel für jemand, der durch Aktivität den Anbruch und die Selbstpräsentation eines Messias in einer gewissen Weise provozieren will. So ist eine der, glaube ich, nicht völlig absurden Deutungen von Judas, der ihn jetzt nicht als hässlichen Verräter, der um des schnöden Mammon willen seinen Herrn und Meister verrät. Und selbstverständlich gibt es also bis hin zu der These, wenn man in die deutsche Mystik guckt, ist die Vorstellung, ich werde dem anderen zum Christus und so weiter und so fort, also ich werde dem anderen zum Messias. Es gibt bei Aktivitäten, alles von Beschleunigen bis zu selber in die Rolle des Messias irgendwie dann doch hineinwachsen. Und Gott sei Dank, kann man nur sagen, gibt es auch die Vorstellung, mach mal lieber gar nichts. Also das ist ja nun, also als evangelischer Christenmensch ist das ja sozusagen vielleicht eine des Charmes, vielleicht auch, wenn ich das heute am Ende eines langen Arbeitstages sage,
an dem viel zu machen war, dass auch das Nichtstun gelegentlich nicht immer eine von Gott wertgeschätzte, wie man heute so gern sagt, wertgeschätzte Form des Lebens ist und dass das auch was mit Messianität zu tun hat. Das ist, glaube ich, eine sehr wohltuende Bemerkung, die mit Schlange und Skorpion, Entschuldigung, mit wiedergefundenen Dingen und Skorpion gut beschrieben ist. Ich glaube, am Schluss steht noch mal die Beobachtung unter dem Stichwort messianische Vorstellungen, weil die so unendlich plural sind, kommen wir auf ein riesiges Inventar zwischen aktiv und passiv, zwischen der Einzelne und die Vielen, zwischen politisch und nicht politisch, zwischen König und nicht König und so weiter und so fort. Und das Interessante ist, natürlich gibt es Differenzen zwischen Judentum und Christentum, aber es gibt auch hamburgisch gesprochen bannig viele Differenzen innerhalb der Konzeption. Und die schöne Vorstellung, dass man sagt, naja, in rabbinischer Literatur steht das da eben alles so ungeordnet da und anderswo ist das ganz, nee, überhaupt nicht, sondern alle müssen versuchen, diese Pluralität irgendwie zu organisieren. Und also sozusagen, das ist vielleicht das Interessante an den Diskussionen, wie wird die Pluralität organisiert? Und Sie haben schön vorgeführt, wie das talmudische Texte machen. Man könnte das auch am Neuen Testament zeigen oder man könnte das daran zeigen, wie der äthiopische Henoch komponiert wird. Es muss die Pluralität der Messias-Vorstellung organisiert werden. Und das ist ja vielleicht also einer der beeindruckenden Dinge, wie man Pluralität organisiert, ohne dass es diffus wird. Also, dass eine Organisation erkennbar ist und trotzdem aber die Einzelheit des darin Organisierten nicht übergebügelt wird. Also es gibt genügend Menschen in Potsdam und Berlin, die lesen jetzt jeden einzelnen talmudischen Vorstellung ganz, ganz gründlich und rekonstruieren den und tun eben beides, auf die Einzelnen auch in ihrer Widersprüchlichkeit Vorstellungen achten und den großen Bogen rekonstruieren. Und das, finde ich, ist doch eine Leistung. Das passiert nicht überall. Ja, also ich schließe mich dem in etwa an. Ich glaube, diese großen Alternativen, also jetzt zum Beispiel Aktivismus und Quietismus oder Attentismus, ja, Aktivismus und Attentismus, die beide im Talmud präsent sind, das sind einfach, wie soll ich sagen, Möglichkeiten, nicht nur Möglichkeiten, sondern es sind auch Notwendigkeiten, diesen Gedanken zu denken. Auf der einen Seite, wenn wir gar nichts tun, ja, wenn wir nur abwarten, dann geschieht auch nichts, ja. Auf der anderen Seite, wenn wir in Aktivismus verfallen und das Falsche tun, dann wäre es besser gewesen, gar nichts zu tun. Also ich glaube, diese Alternativen gehören zu einer Dialektik. Und im Talmud, gerade an der Stelle, die erwähnt wird, da gibt es eine große Debatte zwischen zwei, die sich immer eigentlich streiten. Das ist Rabbi Joshua und Rabbi Eliezer. Und Rabbi Joshua vertritt die mehr aktivistische Sicht, wenn Israel umkehrt, dann. Und Rabbi Eliezer mehr die deterministische Sicht, dass es unabhängig ist von den Werken. Also wenn Sie wollen, Sie haben den großen Gegensatz von Gnade und Werke, haben Sie in dieser Debatte zwischen Rabbi Joshua und Rabbi Eliezer. Und meines Erachtens kann man sich da nicht für die eine Alternative entscheiden, sondern es sind immer beide Momente. Wenn Sie sich für den Aktivismus entscheiden, was in der Geschichte des jüdischen Messianismus sehr häufig der Fall ist, also dass man messianische Arbeit tut, überhaupt der Begriff der Avodah, ja, dass man, Avodah heißt ja einerseits Arbeit, aber es ist eben auch der Gottesdienst, ist die Avodah, ja, dass man in der Avodah das göttliche Werk voranbringt, ja, dass man jede gottesdienstliche Handlung mit der Absicht vollbringt, Gott und seine Anwesenheit in der Welt zu verbinden, die sogenannten Akte der Yichudim,
Ja, also der Einung, die Akte der Einung, was auch in der christlichen Mystik bei Jakob Böhme und anderen vorkommt. Das ist eine aktivistische Sicht. Der Mensch ist Schutaf Libero, er ist Partner Gottes in der Weltschöpfung, er ist Partner des Schöpfers. Das ist die eine Ansicht. Aber natürlich kann er das nur sein, weil er auf der anderen Seite getragen ist und über die Fähigkeiten und die Kraft verfügt, die ihm zuteil geworden ist, die er nicht selber schaffen kann. Also wenn Sie so wollen, es ist unmöglich, nur die eine Seite zu denken. Und deshalb kommen immer beide Seiten vor. Und es kommt immer Rabbi Joshua und Rabbi Eliezer und die diskutieren. Die Diskussion geht ja fast über ein ganzes Blatt. Und sie wird natürlich mit Zitaten geführt aus der Schrift. Aber im Grunde genommen drückt das doch aus, dass die Diskussion unvermeidlich ist und dass beide Alternativen gegeben sein müssen. Man kann keine Religion nur von Aktivisten haben, nur von Werkgerechtigkeit. Und man kann aber auch nicht eine Religion haben nur von Gnade. Das ist ja immer die Debatte. Ja, es muss, Paulus muss da sein, ja, auf der einen Seite, aber es muss auch Jakobus da sein. Also aus den katholischen Briefen, ja. Es müssen beide Momente da sein. Und wenn das eine fehlt, dann ist das Testament einfach unvollständig. Also vielen Dank. Ich habe ein großes Vergnügen gehabt, diesen beiden Momenten zuzuhören und ihren Ausführungen. Ich glaube, wir könnten jetzt noch Stunden verbringen und Tage und Jahre, bis der Messias kommt. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen, bei den Zuhörerinnen und Zuhörern. Und ich hoffe, dass dieses Gespräch niemals aufhört. Danke. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank.